weiß nicht, ob ich heute nicht so Lust auf eine Anmoderation, aber trotzdem herzlich willkommen. Wir haben jetzt eigentlich eine STP1 ergrindet. Ja. Es ist schon ewig her, aber gut. Hi Buggy. Bruce ist auf dem Klo. Macht aber nichts, wir merken das nicht in der Spielweise, also. Egal. Nein. Ja. Ist schon ewig her mit dem Neuner, ne? Also wirklich die ganz harten Fans von unserem Kanal wissen, wir sind auf dem Weg zum STB1 und was sehen wir hier? Wir haben STB1. Gut. Hallo, 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 sind wir live? Ja, wir sind live! Ja! Hallo. Bruce ist zurück vom Klo, sehr verehrte Damen und Herren. So, wir versuchen zwei Runden bei den vielen Artis heute. Hör mal auf. Hör mal zu. Okay. Wohin fahren wir denn jetzt? Klar ansagen, bitte. Danke. Nick Schell, Profi, Super-Spieler. Wir fahren in STB1. Ich würde sagen, wir suchen uns eine Kuppe. Wir können gut rechts fahren, da wir im Gegnerteam zwei Artis haben. Ja, geht ja noch. Im letzten Spiel hatten wir drei, aber zwei, okay. So viel zu konkreten Ansagen. Also, wir fahren jetzt hier hin, Boys, okay? Ich habe es jetzt gesehen. Ach, da. Und eure Meinung, Standardfrage, eure Meinung zum STB1? Verkaufen. Haufen Scheiße. Okay. Was von dir doch ist, kommt da noch was oder? Nein. Gar nicht erst erforschen, dann braucht man nicht verkaufen. Okay. Ja. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Kanone ist unzuverlässig, Panzerung ist unzuverlässig, er ist sehr mobil, aber davon habt ihr nichts, weil er einfach platzt, fertig. Er hat gar nicht Burschen und DPM, aber. Jungs, die DPM Ansage, wir holen uns den Hill, okay? Ja, die DPM ist auch sehr, sehr gut, ihr könnt einfach traden, aber ihr platzt einfach, also. Der EBR wird jetzt gleich platzen da oben. Und okay? EBR sagt einfach Hallo, was geht ab und dann werdet ihr auseinandergebumst. Kommt das? Wollen wir hochpushen auf dem Hill? Ich ja, zieh hoch. Kommt nichts. Okay, da kommt was. Gut, keiner mehr. Nee, das geht gibt. Einfach nicht. Ja, ich fange mir. Ja, ich fange mir alle Schüsse in die Seite, okay, fürs Team. Er fängt sich alle Schüsse fürs Team. Bepiss dich, Ebel. Bist du immer nett zu unserem Teammates? Ja, das muss aber so. Eine gewisse Grundaggression. Mal gucken. Schaut mal, Leute, guck mal. Wir kriegen die Kanone sensationell runter. Das ist STB1. Eine Arti, das nimmt sie raus. Er hat eine Arti gefunden. Und sie trägt seinen Namen. Sehr wunderschön und wertlos. Um mit jedem Geld der Welt zu bezahlen. Oh, diese tollen Gesänge kriegen wir gratis. Ich prall am Arsch vom Udes. Das ist so sinnvoll. Für die Arti raus. Wichtig ist halt, dass man aggressiv spielt. Ah, du Arsch! Aggressiv. Wichtig ist, dass die Arti daneben schießt und trotzdem für 12 Sekunden stunt. Hau ab da! Hala, ist mächtig! Alter, das würde ich jetzt nicht mehr. Ach komm, wir gehen all in, wir sitzen im STB1. Wir haben die Eier. Ah! Hey Boys. Hey Boys. Ja, ja, Hilfe! Hey Boys, ich bin tot. Hey Boys, ich bin tot. Mir hat's nicht funktioniert, Leute. Löscht das Feuer! Hey, du regelst das. Ja, mach das. Ja, vielleicht. Ich wurde penetriert mit der E vom E4. Ja, hat mir auch mit der E eine gegeben. Alright, Baby. Let's do this. Wir opfern uns für Kiel, dass er die Erinnerung des Lebens hat. Wenn ihr auch so ein solides und tolles Teamplay haben wollt, hier geht was ab. Für solides Teamplay und astreine Kameradschaft. Wir sind für euch da, wenn ihr für uns da seid. Am besten schreibt der Kiel direkt bei YouTube an, denn in-game sind wir meistens Chat gespielt. Nicht überwinkeln, wie fahr ich denn schon wieder? Wie fährt er denn schon wieder überwinkeln? Wie fährt er denn schon wieder? 8:6. Wird er es noch verkacken? Wird er noch anscheißen? Müsste die Geschosse rein. Er hat jetzt die kleine Kanone drauf, der E100, denke ich. Mann, jetzt fahr da drauf, guck doch mal also auf die Karte. Also können wir nach rechts fahren und die Grille ein bisschen farmen. Nein. Das ist übrigens kein Sniper, die Kanone ist ungenau auf Entfernung. Man sollte ranfahren und die DPM nutzen. Besonders, wenn man One-Shot ist. Ja, und
Und gegen Steine. Aua! Gegen Steine mitnehmen. Das ist ganz wichtig, dass ihr jeden Stein mitnimmt. Er rammt auch weil gut. Die DPM wird dadurch verstärkt. Ja. Jeden Stein, den ihr rammt, mal 200 DPM. Jungs, wo seid ihr? Eure Frontpanzerung. Jetzt fängt er an, uns zu vermissen. Jetzt plötzlich, wo er One-Shot ist. Was machst du da, Franz Cap? Nö. Oh, er ist Damage-Guy, seht ihr das? Und deswegen verliert er fast jede Runde. Aber er ist trotzdem herzlich willkommen in unserem Clan. Wir nehmen auch Noobs. Ja, schreibt uns an. Wie ihr seht, müsst ihr nicht viel können, um unserem Clan beizutreten. Ihr braucht doch keine Tastatur, spielt einfach Arti und klickt von oben rein. Oh yeah. Ich hinter dir, aber okay. Na, er braucht nicht. Ach komm, es interessiert ihn nicht. Es ist ja tot, okay. Toll, er hat Kerl gesehen und sich gleich in den Tod gestürzt. Hast du es gesehen? Nee, ne. Und dafür, dass so ein Angst, geiler SDB1 unterwegs ist, mit einer 42 hinten drauf, dann schmeißt du dich weg. Wichtig ist, dass man in unserem Clan auch gut auf Durchzug schalten kann. Wenn man das nicht kann, sollte man uns nicht joinen. Shit! Direkt mit der zuverlässigen Kanone. Geiles Gunhandling. Man hat gut gesehen, was er kann und was er nicht kann. Ne? Im Infight ist er nicht schlecht, aber die Kanone ist sehr unpräzise, wie Bruce das richtig gesagt hat. Nächste Runde. Ja, nächste Runde zeigt es nochmal besser. Alright, das war trotzdem okay, oder? Alright, Kill of Mr. Bossman Live. Yeah. 15. Das schicke ich nicht. Nee, aber ohne Scheiß, wir suchen immer noch Leute. Wir sind schon 8 Leute im Clan, also. Ihr müsst halt wirklich gute Nerven haben, aber dann kommt dran. Ne? Und der Clanführer hat das Geld in die Hand genommen und hat sich mal Ressourcen gekauft, ja, 80.000 Ressourcen. Nein. Also haben wir jetzt auch die Festung ein bisschen hochgepasst. Und den Boost. Ja, es lohnt sich, also, ne? Also. Wir aktivieren regelmäßig Booster. Alright. Ihr müsst nicht viel können, Hauptsache spielt hin und wieder 10 für Ressourcen. Das sind wir zufrieden mit, oder? Komm, noch ja, eine Runde. Ja, Gewinne und für ersten 10. Ja, ihr müsst jetzt nicht jeden Abend gerne 20 Runden mit 10er machen. Nur 15. Nicht so wie wir. Also ich muss sagen, ich finde den STP1 ist auch nicht so besonders, als wenn man mich mal fragt nach meiner Meinung. Aber er ist ganz okay. Er ist ganz okay. Ja. Der Leopard ist besser, aber lassen wir das. Wir haben hier eine Anfrage an Kiel. Er fragt, Kiel, welchen Panzer fährst du lieber? Das Objekt 140 oder den STP1? Und Ben, warum? Also am liebsten fahre ich einen Fiat 3000. Wer den kennt, soll es bitte in die Kommentare schreiben, der kriegt den ersten Preis. Aber am liebsten fahre ich Leopard. Es ging jetzt um 140. Nein, 140er. Also wenn ich die Wahl hätte, geht's mal ganz normal zu antworten, als ein 140er, also das ist schon geil. Macht richtig Spaß. Genau wie die 3AT jetzt. Steht auf die Russen. Okay. Was machen wir jetzt? 3AT ist scheiße, ne? Das ist geil, ich stelle es halt da an. Wo ist das Problem? Jetzt macht Buggy mal die Ansage. Wohin? Ja, hier, dort lass uns so eine Nazis durchnehmen. Okay. Genau, mein Typ. Ja. Wichtig ist, dass wir alle nebeneinander stehen. Das war echt von Rieke. Rieke, falls du das Video siehst, der meint's nicht so. Ich mein's genau so. Gut, ich muss gestehen, ich habe immer, es hat sich was erregt in der Hose, wie ich das von der Rieke hörte. Da bin ich geil geworden. Also, ach Mensch! Gelassen. Bei Rieke macht es nicht geil. Also, ganz ehrlich. Martin, musst du. Okay, ich habe 800 gefressen. Ich gehe nach Hause. Tschüss! Ich habe die Schnauze voll. Warum schieße ich immer auf die EBRs? Warum? Hört ihr das? Ich bin gerade ein bisschen frustriert, merkt man es? Okay. Er gibt mein High World, ich gebe ihnen ein Low World. Schönen Tag noch. Achso, mit Heat können, also übrigens, nur das Bescheid ist, mit Heat können wir da durchschießen. Ja, mit Heat kannst du eigentlich überall durchbumsen. Die Heat hat ordentlich Durchschlag. Just. Ja, die ist okay. Aber ja, ich hab 0 gebarst, ich bin halt da die ganze Zeit. Ja, der Turm ist wie gesagt nicht zuverlässig. Ja, der kann mich jetzt rausflashen, dann habe ich die maximale Spielerfahrung gehabt. Ist echt, du kannst mit denen da oben nicht so gegen die Heavys bumsen. Okay, jetzt gehst du auch nicht so gut. Also man hat jetzt gut gesehen, schießt nicht auf diese EBRs. Also, das ist so lächerlich. Ihr kassiert nur ein 800er Brett vom E3. Die Motivation, die Stimmung, alles im Keller. Ist gerade völlig im Arsch bei mir, ja. Aber nicht das aufgeben. Das ist auch im Keller. Scheiße. Solche Spiele nicht aufgeben, Leute, ne?
Kleiner Tipp. Wollte Spiele eigentlich sofort aufgeben. Keine Zeit mehr. Nein, nicht. Es ist so. Entschuldigung, ich war verstört jetzt. Es gibt immer einen guten Tipp pro Video bei mir. Und das ist halt jetzt nochmal so ein guter Tipp. Nie aufgeben. Egal, ob ihr einen AP habt. Für den Tipp hätte ich 100 Euro hingelegt. Warum hast du den kostenlos rausgehauen? Oh, apropos, supporten könnt ihr mich natürlich weiterhin gerne. Über Patreon oder was? Ja, könnt mich anschreiben. Na, Patchett? 434? Könnt mich gern supporten. Die Brücke sich verpisst hat. Kommt ein geiler Jagd, ey. Oh, Tatsache. Ich nehme auch gern Kisten, also wahlweise. Muss kein Geld sein. Es gibt nur Ärger mit dem Finanzamt. Nicht, dass ich Ärger mit dem Finanzamt hätte, ne? Also. Nein. Nicht falsch verstehen. Ich hätte alles regulär versteuert. Da hat Tisch ab da. Oh. Ja. Ja. Okay, der war mutig. Ein kleiner Tipp, wenn ihr dreimal so gute Spieler sein wollt, ladet einfach die 2. Wenn ihr die 2 drückt, zweimal die 2, dann seid ihr ein Profispieler. Dann könnt ihr auch eine Lila oder W8 haben. Oh, vorher nicht. Ne, vorher geht das nicht. Ne, vorher geht das nicht. Wo geht's überhaupt nicht? Also, okay. Leute, nie aufgeben, niemals kapitulieren. Du bist aber gleich aufgehört. Mit irgendjemand geil, richtig heiß, ins Arschloch gebumst. Ich denk so, was geht ab? Er so, Mein Kommentar ist tot. Warum du merkst, dass es bei Bruce Essen gibt? Da stürzt sich die Klippe runter. Was? Hey, da hinten ist ja gar nichts mehr. Bin noch nicht mehr aufgegangen, geil. Aber Dieter Jürgen Gustav ist ja nicht. Ich schütze mal unsere Dreiartig-Klicker da. Och. Was mache ich da eigentlich? Das ist mein Helfer-Syndrom, Leute. Ihr kennt's. Ja, du hast kein Helfer-Syndrom. Oh, doch. Wie immer, ob es ein Helfer-Syndrom hätte. Ja, ich bin offen. Die Frage, wo stehen die Artis? Ich hätte hinter dir gezogen. Ach, fuck you! Ich rette dir den Arsch. Oh, da war nein, mein Munilager! Nein, mein Munilager ist nicht kaputt. Nein, alles im Griff, Leute, alles im Griff. Ich habe ihn eine gedrückt, nur für dich. Danke, bisschen Schatzi. Oh, für ihn. Und er trägt seinen Namen. Er trägt doch Liebe in sich. Er trägt Liebe. Übrigens, ja, wenn man das Spiel verliert, kann man sich mit 3 Panzer hinten da reinstellen, wo wir gerade stehen, Kjell und ich. Ja. Und die Runde trotzdem gewinnen. Einigermaßen. Die Arti regelt das Spiel wieder mal für die. Einfach dumm rumstehen. Hab uns so Double Push machen. Dann habt ihr schon mal. Und Arti. Ja, Leute, wenn ihr das Spiel am besten gar nicht. Hast du einen Plan, Buggy? Ja, ich fahr außen rum mal mit die Artis. Okay, komm mit. Weil die 3 sind am Hill. Ich cover dich ein bisschen. Naja, am Endeffekt konnten wir wieder nur von der Arti besiegt werden. Alle anderen können es nicht. Schlussendlich, ja. Schlussendlich nee, kommt. Kein einziger Fnatic kassiert. Bis die B1 ist. So vergewaltigt. Dreimal hintereinander mit Heat bei meinem Turm durchgekommen. Echt? Ja. Wenn man Heat lädt, ist man ein guter Spieler. Aber es ist nicht pay to win, ihr müsst nur mehr zahlen. Der Jagd ist eh noch am Hill oben. Ich bin einfach ein Risk Taker. Okay, Baby. You can do this. Ich glaube nicht mal, ich gehe jetzt erstmal was essen. Und dann sehen wir uns noch zu Age of Empire 2 wieder. Okay. Das war die Cross-Promotion. Yep. Danke Age of Empires für die Unterstützung. User disconnected from Nix, wir werden gar nicht unterstützt. Aber wie gesagt, ihr könnt mich gerne unterstützen. Oder uns, ne? Wir sind gerade hier am Aufbau von unserem Clan. Nee, nee, nur ihn. Wir können, wir können jede Unterstützung brauchen. Das ist der große Bogey. Nein, nein. Mein Ingame-Name ist Firlefanz, ne? Oh, schade. Kriegst du sie rein, ja? Hätte ich nicht gedacht, dass wir den Scheiß noch gewinnen. Ne? Ja, wie gesagt, stell dich hinten rein, camp ein bisschen rum. Das ist so typisch World of Tanks. Dann pushen die auf dich rauf, weil sie Harald sind. Ich hab so Scheiße gemacht hier.
gleich mal ein 800er Brett gefangen. Das ist gut gemacht. Nein, das ist, man muss auch mal selbstreflektiert sehen. Das ist schon gut gemacht. Wenn man Scheiße baut, denke ich, muss man dazu stehen. Also Leute, ne, steht zu eurer Scheiße, die ihr baut. Nächstes Jahr wird alles besser. Okay, ich glaube, das reicht, oder? Ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf den Kübel. Ja. Ey, der ST-Benz ist ein toller Panzer. Also. Ja, ja, kauf den neu. Ich steck noch mal 200 Euro. Oh, yeah. Ja. Die Aufnahme ist scheiße, nicht hochladen. Nee, das laden wir knallhart hoch. Nee. Okay, also. Däumchen mehr ein Träumchen, abonniert den Kanal, schreibt uns an, wenn ihr einen Clan sucht, bringt den Müll raus und wascht euch die Hände. Und wenn ihr wollt, könnt ihr meinen Kanal gerne supporten. Ciao, ciao. Wir sehen uns im Bett. Ciao. Im Bett? Okay, ist egal. Ciao.